Your blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Hexenbrief. Der heulende Turm. Philomela schlug auf die Fliesen auf. Ihr Körper zitterte. Ihre Organe fühlten sich verbrannt an. Blut tropfte aus dem Mund. Sie krümmte sich und roch den Geruch von verbranntem Fleisch. Schritte hatten auf den Fliesen und Philomela sah den teuren Stoff eines Kleides über den Boden gleiten. Du bist eine Enttäuschung. Deine Schwestern haben das bereits mit 6 beherrscht und du bist nun doppelt so alt, hörte sie die Frauenstimme sagen. Die Frau schritt um sie herum. Verabreicht dir das Blut, dann können wir weitermachen. Jemand kniete sich neben Philomela. Sie spürte eine Hand an ihrem Hinterkopf. Sie genoss diesen kurzen Augenblick der Berührung. Dann drückte man ihr einen Kelch an die Lippen. Sie schmeckte den eisernen Geschmack von Blut. Sie würgte die zähflüssige Masse Infanterie und kämpfte damit, sich nicht zu übergeben. Dafür ließ der Schmerz in ihrem Körper nach. Steh auf, wir versuchen es gleich nochmal, sagte die Frauenstimme. Philomela wollte nicht aufstehen. Hier am Boden war es sicher. Hier drohten ihr keine Schmerzen. Steh jetzt auf, forderte die Stimme. Langsam erhob sich Philomela. Wackelig, kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu halten. Dann knallte es im Raum und ein Blitz entlud sich an ihr. Sie spürte, wie die Energie in ihren Körper drang. Sie versuchte, sich dagegen zu wehren, die Ladung weiterzuleiten. Für einen kurzen Moment spürte sie, wie die Energie durch den Körper floss. Sie konnte es schaffen, den Blitz zurückzuleiten. Sie hob die Hand, richtete sie auf die Frau vor ihr. Ich bin eine Enttäuschung, dachte sie sich, wollte es aus sich herausbrüllen mit all ihrem Frust. Sie verlor die Kontrolle. Der Energiefluss stoppte und entlud sich in ihrem Körper. Sie verlor die Kontrolle über ihre Muskeln und spürte, wie sie im Inneren verbrannte. Wieder lag sie am Boden. Sie sah wieder das Kleid vor ihr und hörte die Frauenstimme. Du bist nichts. Aus dir wird nie etwas werden. Du kannst nichts und vor allem bist du nicht meine Tochter. Philomela rannte davon. Doch wollte man sie nicht entkommen lassen. Sie hielt sich die Seite. Ihre Lunge schrie nach Sauerstoff, doch Philomela konnte jetzt nicht rasten. Dann würden sie sie kriegen. Die Schatten, die sie verfolgten. Das Mädchen rannte durch den Wald mit nichts als dem Vollmond als ihren Wegweiser. Äste wie Klauen griffen nach ihr und hielten sie fest. Verzweifelt riss sie sich los. Hinter ihr knackte das Holz, die Verfolger, die sich näherten. Sie spürte die Gefahr im Nacken. Immer weiter, sagte sie zu sich selbst. Sie muss es schaffen. Sie war kleiner als ihre Verfolger, flinker im Unterholz. Schritt für Schritt würde sie entkommen. Dann ging ein Schritt ins Leere und sie stürzte. Ihr Körper überschlug sich und sie verlor die Orientierung, zog sich Kratzer und blaue Flecken zu. Ein Baum stoppte ihren Fall mit einem Schlag ins Kreuz und presste ihr das letzte bisschen Luft aus der Lunge. Einen Augenblick blieb sie reglos liegen, konnte weder atmen noch um Hilfe rufen. Dann beruhigte sich ihr Körper. Ihr Brustkorb hob sich, gierig zog sie die kalte Nachtluft ein. Oben an der Böschung lauerten die Schatten und suchten nach ihr. Philomela kroch langsam davon, in der Hoffnung, ihren Verfolger würde sie nicht sehen. Die Kratzer an ihrem Körper brannten. Sie unterdrückte die Tränen, denn sie musste weiter, weg von den Schatten. Doch Philomela konnte nicht mehr. Ein Versteck. Sie brauchte ein Versteck. Ein umgestürzter Baum, dessen Wurzeln einen großen Brocken Erde herausgerissen hatten, bot eine kleine Höhle. Als sie hineinkriechen wollte, starrten leuchtende Augen sie an und knurrten. Erschrocken wich Philomela zurück. Das Knurren wirkte sonderbar, in einer hohen Tonlage, nicht wie das tiefe Grollen einer Bestie.
Philomela kroch auf das Knurren zu. Die Augen knurrten weiter und zogen sich tiefer in die Höhle zurück, bis es keinen Rückzugsort mehr gab und der kleine Wolf sich an die erdige Wand drückte, den Schwanz eingezogen, zitternd. »Ich tue dir nichts, kleiner Wolf.« Philomela streckte vorsichtig ihre Hand nach dem Wolf aus. Dieser schnappte erst nach ihr, warf sich dann aber hin und jaulte. »Was machst du hier? Wo ist deine Familie? Bist du auch von zu Hause weggelaufen?« Sie hob den Welpen auf. Dieser hing wie ein nasser Sack trostlos in ihren Händen, bereit, seinem vermeintlichen grausamen Schicksal entgegenzutreten. Doch Philomela nahm ihn an sich und streichelte ihn. Sie spürte, wie sich die Aufregung des Wolfes legte. »Wir können Freunde sein, wenn du willst.« Schreie im Wald. Ein Pferd wieherte. »Das mussten die Schatten sein«, dachte sich Philomela. Dann stieg plötzlich unweit entfernt eine Feuerfontäne aus dem Wald empor. Philomela spürte die Hitze in der Luft. Mehr Schreie. »Oh nein, jetzt werden mich die Schatten finden«, dachte sie sich. Aufgeregte Rufe von der einen Seite, brechende Äste auf der anderen. Jemand näherte sich. Philomela kroch an den Rand der Höhle. Glühende Stücke Asche, vom Wind getragen, schwebten in der Luft. Der Wolf neben ihr fiebte. »Ich beschütze dich«, sagte Philomela zu dem Welpen und baute sich vor ihm auf, um ihn abzuschirmen. Sie erwartete die Schatten. Stattdessen sah sie einen Mann aus der Dunkelheit treten. Er schaute in ihre Richtung, ein Schwert in der Hand, auf dessen Klinge Schriftzeichen rot glühten. Blut wurde im Mondlicht angestrahlt und tropfte von der Schneide herab auf den Waldboden. Mehr Schritte. »Schließe die Augen«, rief der Mann ihr zu. Dann hörte sie das Klirren von Stahl auf Stahl, Schreie, plötzlich Stille, und die Schatten waren vertrieben. Der Mann hockte sich vor Philomela und versperrte ihr die Sicht hinter sich. »Wer bist du? Warum bist du hier?« »Ich bin nichts«, sagte Philomela in einem solch verbitterten Ton, dass der Mann erschrak. »Wer sind deine Eltern?« »Ich habe keine Eltern.« »Jeder Mensch hat Eltern, auch wenn man sie sich nicht aussuchen kann. Du kannst sie nicht alleine im Wald bleiben.« »Ich bin nicht alleine«, sagte sie trotzig. Der Mann schaute sich um. »Wer ist da noch mit dir hier?« Philomela hob den Wolfswelpen hinter sich hoch. »Ein Wolf ist kein Spielzeug.« »Ich will ihn beschützen.« »Lass ihn laufen. Ein Wolf ist im Wald besser aufgehoben und wir müssen jemanden finden, der sich um dich kümmert.« »Der Wolf bleibt bei mir oder ich bleibe beim Wolf. Geh, wir kommen alleine zurecht. Danke.« Der Mann nahm seinen Filzhut mit den Eulenfedern und kratzte sich am Kopf. »Na gut, nimm ihn mit. Ich bin übrigens Kaspar Nesselblatt. Ich habe ein Pferd hier in der Nähe.« »Wir kommen mit, aber nur ein Stück, bis wir aus dem Wald heraus sind.« Philomela nahm den Wolf auf, schmiegte ihn an sich. Der Mann griff seinen Hut und setzte ihn Philomela auf. Er rutschte ihr ins Gesicht und verbarg ihr die Sicht. »Hey!« beschwerte sie sich. Der Mann drehte sich um und schob sie sanft nach vorne, weg von der Höhle. Dann nahm er ihr den Hut ab. »Verzeih.« Sie kam an eine Lichtung, eine unnatürliche Hitze lag in der Luft, wie bei einem ausglühenden Feuer. Philomela fühlte Asche unter ihren Füßen und sah noch immer glimmende Baumstümpfe. An einem halbwegs intakten Baum war ein schwarzer Pferd angebunden. Es hob sich kaum von der Dunkelheit ab. Sie erschrak, als sie einen Totenschädel sah, der am Sattel befestigt war. Sie erinnerte sich an Kaspars Schwert mit seinen leuchtenden Schriftzeichen. Sie wich von ihm zurück. »Du bist ein Hexenjäger!« Kaspar hatte Philomelas Angst bemerkt. Er zog an dem Seil mit dem Schädel. »Keine Sorge. Dies war etwas Persönliches. Ich werde nichts tun, außer du fängst an, Flüche oder Blitze auf mich zu schleudern.« »Das kann ich nicht«, sagte sie bitter. »Oh, dann werden wir gut miteinander auskommen, denke ich. Wenn der Dame es gefällt, werde ich sie nun auf das Pferd setzen.« Sie gestattete es und Kaspar hob sie auf sein Pferd. »Halte dich und deinen Begleiter gut fest da oben.« Er nahm die Zügel in die Hand und führte das Pferd aus dem Wald. »Hast du nun eigentlich einen Namen? Wer ist deine Familie?« »Ich habe keine Familie«, sagte Philomela trotzig. »Nun, du hast vermeintlich keine Eltern und ich habe dich mit einem Wolfswelpen im Wald gefunden. Da musst du wohl Wolfstochter heißen.« Das gefiel ihr.
Kaspar hatte an diesem Tag die Schatten vertrieben. Doch einige Schatten ließen sich nie bannen. Eine einsame Reiterin war auf der Straße. Irgendwo in einem Gebüsch saß eine kleine Nachtigall und sang laut, um ihr Territorium zu verteidigen. Die Ländereien der Menschen verteidigte niemand mehr. Die Hügel herab bot sich Philomela der Anblick ausgebrannter Gehöfte und zerstörter Dörfer. Dicke Rauchschwaden stiegen von ihnen empor in den orange leuchtenden Himmel und verbanden sich mit heranziehenden dunklen Wolkentürmen. Die Luft war erfüllt von dem beißenden Geruch der Feuer, die alles verschlungen hatten, was ihnen im Weg geraten war. Ein geschundenes Land und menschenleer. An einem Gebäude, das vielleicht einmal eine Herberge gewesen war, führte eine Holzbrücke über einen kleinen Strom. Er sprudelte, unbekümmert von der Welt um ihn herum, als ob es keinen Krieg gab, als ob die Welt in Ordnung wäre. Und er sollte noch weiter sprudeln bis zum Ende der Menschen und der große Weltenbrand ihn austrocknete. »Halt, wer da?« Ein Jüngling, kaum im Mannesalter, ein Bauernsohn wohl, blockierte den Weg über die Brücke. Eine geladene Armbrust in den Händen. Philomela zog an den Zügeln und hielt ihr Pferd an. »Ich will dir nichts tun«, sagte sie beschwichtigend. Sie zeigte auf das abgebrannte Haus. »Was ist los? Brauchst du Hilfe? War das dein Haus?« Der Jüngling senkte seine Armbrust. »Werte Dame, verzeiht, ich habe euch für einen Mann gehalten, weil ihr wie einer reist. Das ist nicht mein Haus, ich bin nicht von hier, ich bewache nur die Brücke. Ihr dürft natürlich passieren.« Der Jüngling verneigte sich. »Ich bin in meinem Leben schon vieles genannt worden, doch werte Dame eher selten.« »Wie nennt man euch dann?« »Mein Vater nennt mich Wolfstochter, doch meine Mutter hat mich Philomela genannt.« »Ich würde euch weiter, werte Dame, nennen, wie es sich gehört. Doch warum reitet ihr allein, wenn ich fragen darf?« »Ich bin auf dem Weg nach Hilverstadt. Dies ist doch die Brücke nach Hilverstadt, oder nicht?« »Genau. Doch seid gewarnt, dahinter betretet ihr das Land des Herrn von Reinicke. Ein schlimmer Bandit ist das.« Philomela zog das Schwert an ihrem Sattelbaum eine Handbreit aus der Scheide. »Ich kann auf mich aufpassen.« »Kommt ihr zufällig aus Ebbing?« wollte der Jüngling wissen. »Ja, wieso?« »Seid ihr zufällig einem Hexenjäger begegnet? Es heißt, Silverstadt habe einen Hexenjäger in Ebbing angefordert.« »Ich bin dieser Hexenjäger.« »Aber ihr«, stammelte der Jüngling, »ihr seid ein Weib. Wie könnt ihr Hexenjäger sein?« »Liegt wohl in der Familie, wenn du nun die Brücke freimachen könntest. Wie du selbst sagtest, Silverstadt wartet auf mich.« Philomela presste ihre Beine leicht an das Pferd. »Halt!« rief der Jüngling. »Was denn noch?« »Ich will einen Fluch brechen.« »Ich wünsche dir viel Glück dabei.« »Nein, ihr müsst diesen Fluch brechen.« »Tut mir leid, doch Ratsherren erwarten mich«, wollte Philomela den Jüngling abwimmeln. Sie musste schnell nach Hilverstadt und wollte keine Zeit verschwenden. »Ich hab Geld, ich kann bezahlen.« Philomela stieg von ihrem Pferd. »Also gut, was für ein Fluch plagt dich?« »Nicht mich. Magdalena von Emhoff. Ein Geist hält sie in einem Turm gefangen.« Philomela hob eine Augenbraue. »Ein Geist hält jemanden in einem Turm gefangen? Klingt etwas sonderbar.« »Magdalena ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Blasse Haut, ein zierlicher Körper, endlos seidenes Haar.« Philomela unterbrach die Schwärmerei des Jünglings. »Ich hab's verstanden. Erzähl mir lieber von dem Fluch.« »Habt ihr vom Massaker auf Burg Emhoff gehört?« Sie verneinte dies. »Die Emhofer waren die reichste Familie in der Gegend. Eines Nachts haben sich Räuber Zutritt zu ihrer Burg verschafft und alles niedergemetzelt. Nur Magdalena von Emhoff hat überlebt. Doch sie kann nicht entkommen, weil ein Geist sie festhält.« »Woher willst du wissen, dass sie den Angriff überlebt hat?« »Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sie am Fenster stand. Ich habe nach oben gerufen, doch sie hat nicht reagiert. Doch dafür leuchtet jede Nacht ein Licht im Turm auf, dreimal, und dann hört man sie weinen. Ich wollte ihr helfen, ihr Retter sein, doch der Geist macht mir Angst.« »Ein heldenhafter Ritter bist du. Doch bist du nicht zu jung, um Jungfrauen in Nöten zu retten?«
Der Jüngling errötete. Ihr macht euch über mich lustig, doch ich liebe Magdalena von Imhoff. Kaum Pflaumen im Gesicht und das Bauernkind dachte, er wäre verliebt. Glaub mir, das geht vorüber. Ich liebe sie, seitdem ich sie das erste Mal sah. Und in 2 Monaten liebst du die nächste, die dir schöne Augen macht. Glaub mir, das geht vorüber. Nein, das ist wahre Liebe. Ungewollt lachte Philomela auf. Sie wollte eigentlich nicht grob zu dem Jüngling sein. Seine Naivität nervte sie und weckte gleichzeitig auch ihr Mitleid. Wahre Liebe gibt es nicht. Das ist was für Träumereien und Geschichten, aber nicht für das echte Leben. Meinetwegen, ich kann mir diese Burg einmal anschauen und sehen, was dort vor sich geht. Sie hoffte, das würde nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wirklich? Fragte der Jüngling freudig. Ich stände tief in eurer Schuld. Außerdem würde ich euch bezahlen. Philomela hatte kein gutes Gefühl dabei, dem Jüngling Geld abzunehmen. Lass das Geld, ich mache es so. Für die wahre Liebe. Den sarkastischen Kommentar konnte sie nicht unterdrücken. Doch der Jüngling war glücklich. Sie griff in die Satteltasche ihres Pferdes und holte ein Stück Papier hervor. Wir müssen dies in einem Hexenbrief festhalten. Ich kann nicht schreiben. Kannst du mir wenigstens sagen, wie du heißt und wo ich dich finden kann, wenn ich bei der Burg war? Du wirst wohl kaum in diesen Ruinen hausen, oder? Folge einfach dem Stromfluss aufwärts, dann kommst du zu einem Hügel. Da lagern wir zurzeit, nicht zu verfehlen. Frag dort nach Hans Karlhaus. Philomela ließ sich auch den Weg zu der Burg Imhoff erklären. Dann verabschiedete sich, um ihren Weg fortzusetzen. Der Jüngling verneigte sich zum Abschied. Viel Glück und möge der Unbesiegte euch schützen! Philomela musste sich eingestehen, sie hatte sich verlaufen. Oder war die Anweisung des Hans Karlhaus einfach nur schlecht gewesen? Egal wie, sie war weder an Burg Imhoff noch am Ohltaler Wald angekommen. Sie war auf einer Straße, die ihr verdächtig bekannt vorkam. Sie konnte jedoch nicht einordnen, warum. Vielleicht weil die Straßen hier alle gleich aussahen. Gesäumt von Feldern und Wäldern, hier mal ein Gehöft. Letzteres wäre gut gewesen zu finden, denn mit dem Einbruch der Nacht musste sie eine Unterkunft finden. Zusätzlich hatte es zu regnen begonnen und dicke, schweren Tropfen fielen aus dem Himmel herab und durchnässten ihre Kleidung. Die Feder an ihrem aufwendigen Hut war schon ganz schwer geworden und hing tropfend daran herab. Ihr Pferd lief indes unbeirrt weiter. »Du hast versagt«, sagte eine Stimme in Philomelas Kopf. Sie versuchte, die Stimme zu ignorieren. »Das ist nicht wahr«, dachte sie sich. »Ich bin nur vom Weg abgekommen. Das passiert schon mal.« Doch die Stimme redete ihr ein, das Ziel nie zu erreichen. Ewig auf dieser Straße zu irren, einer Straße, die nie endet. »Du bist nichts. Aus dir wird nie etwas werden. Du kannst nichts und vor allem bist du nicht meine Tochter.« Worte wie Peitschenhiebe, die Philomela auch 5 Jahre später noch verletzten. Mit den Worten ihrer Mutter am Kopf wiederholte sie es selbst. Fast schon wie ein Credo. Ich bin nichts. Aus mir wird nie etwas werden. Ich kann nichts und vor allem bin ich nicht deine Tochter. Aus dem dunklen Wald zu ihrer Linken ertönte ein Flüstern. Es war wie damals. Philomela blickte über ihre Schultern, konnte in der Dunkelheit kaum was erkennen, nur ein Huschen hier und da. Oh, bitte nicht, dachte sie sich. Sie glaubte, dies längst überwunden zu haben. Doch nun war sie kein hilfloses kleines Mädchen mehr. Ihre Hand glitzte zu dem Heft ihres Schwertes. Sie war bereit, sich zu verteidigen, sollten die Schatten aus dem Wald angreifen. Die Schatten schienen das zu bemerken und hielten sich zurück. Da wurde das Flüstern verdrängt von einem anderen Geräusch. Dumpfe Musik. Eine schlagende Trommel und Flöten. Merkwürdig. Musik mitten im Nirgendwo? Wo mochte sie herkommen? Das war Philomela im Grunde egal. Wo Musik war, da mussten auch Menschen sein. Es war eine Möglichkeit, von den Schatten wegzukommen. Sie gab ihrem Pferd die Sporen, um schnell der Musik nachzureiten. Sie fand ein Gasthaus an einem seltsamen Ort. Keine anderen Anzeichen von Siedlung weit und breit. Und trotzdem stand das Haus hier,
Von innen Lichter, Musik und ein dumpfes Stimmgewirr von Menschen. Die Menschen im Inneren des Hauses tranken und sprachen laut und prahlerisch, wie es der Alkoholkonsum ergab. Viel zu gut besucht für einen solch abgeschiedenen Standort. Philomela erwartete schon eine Illusion zu erlegen, doch als sie den durchnässten Hut abnahm, die langen kupferfarbenen Haare ausschüttete und sich somit als Frau zu erkennen gab, wankte schon der erste Mann, der offensichtlich bereits so oft und so tief in seinen Bierkrug geschaut hatte, auf sie zu. Er lallte etwas wie, »Na Süße, also ich will laufen« und versuchte sie zu umarmen. Geschickt tauchte sie unter dem Arm her und verschwand in der Masse der anderen Gäste. Angewidert musste sie feststellen, dies war deutlich zu authentisch für eine Illusion. An einem Tisch führten drei Männer ein äußerst lautes Gespräch und ließen auch die benachbarten Tische gewollt oder ungewollt mitzuhören. So kam auch Philomela nicht daran vorbei, den drei Männern zu lauschen. Henny, du und deine Geschichten immer. Magdalena von Emhoff ist tot, genauso wie der Rest ihrer Familie. Henny nahm einen Schluck aus seinem Krug. Ach ja? Und wer entzündet dann am Abend im Bergfried das Licht? Genau dreimal, sage ich, jede Nacht. Man sagt, manchmal hört man sogar ein Heulen vom Turm ausgehend. Interessant, fand Philomela. Vielleicht war in der Geschichte etwas dran. Doch zuerst musste sie in den Ulthaler Wald. Das ist nur der Wind, der durch die Ruine pfeift, entgegnete ein Mann, dessen Kleidung sich von den Wollrücken seiner Tischnachbarn deutlich abhob. Er wirkte wie ein Kaufmann. Es ist eine Tragödie, alle Emhofer abgeschlachtet. Harald Karlhaus und sein verdammtes Bauernpack. Dieser Reinecke war sicher auch daran beteiligt, habe gehört, er hat die Tore der Burg geöffnet, als er dort zu Gast war und die Bauern hereingelassen. Ach, Kudung, er zeigt euch Pfeffersäcken in Hilverstadt die Grenzen auf und ihr dichtet ihm alle schlechter an, sagte der dritte Mann. Der Kaufmann schlug mit der Hand auf den Tisch, dass das Bier in den Krügen schwappte. Hängen sollte man den! Philomela wollte sich gerade an den Tisch der drei Männer setzen, um weitere Informationen einzuholen, da ertönte eine kräftige Stimme hinter dem Kaufmann. Hängen, ach ja? Der Kaufmann erstarrte sofort, nur die Augen in ihren Höhlen drehten sich zur Seite. Eine Hand legte sich auf die Schulter des Kaufmannes. Sie gehörte einem jungen Mann, modisch gekleidet, seine Kleidung stand der des Kaufmanns um nichts nach. In der einen Hand hielt er einen Krug, die andere ruhte gelassen auf dem Schwert an seiner Seite. Eine unmissverständliche Botschaft an alle, sich besser nicht mit ihm anzulegen. Herr von Reinicke, stammelte der Kaufmann. Du sitzt auf meinem Stuhl. Der Kaufmann machte augenblicklich Platz. Ihr Hilverstädter seid immer schnell dabei, große Worte zu schwingen. Doch wenn es ernst wird, kneift ihr den Schwanz ein. Geh mir aus den Augen, Krämer. Jawohl, sagte der Kaufmann, verneigte sich umständlich und verschwand. Der Herr von Reinicke stellte sein Bier auf dem Tisch ab und setzte sich auf den frei gewordenen Stuhl. Mit einer lässigen Handbewegung deutete er den anderen Männern, den Tisch zu verlassen, als gehöre das Gasthaus ihm. Erst jetzt bemerkte er Philomela. Und was machst du hier? Solltest du nicht zu Hause sein und irgendjemandes Kinder austragen? Philomela griff nach dem Bier des Herrn und leerte es in einem Zug, ohne abzusetzen, ehe dieser Zeit hatte, sich darüber zu beschweren. Aufgewachsen unter Männern wusste Philomela sich ihren Respekt zu verdienen oder eine Prügelei zu beginnen. Sie hoffte jedoch, Ersteres zu erreichen. Ah, das hat gut getan. Wenn ich mir mehr von eurem Geschwafel anhören muss, brauche ich noch ein weiteres Bier. Ihr seid also dieser Herr von Reinicke, von dem sich alle erzählen? Von Reinicke verzog keine Miene. Er musterte Philomela nur noch von oben nach unten, unangenehm lange. Du bist nicht aus dieser Gegend, das wüsste ich. Und was ist diese Kleidung? Imitierst du einen Landsknecht? Kleider waren bei der Jagd leider unpraktischer als Hosen. Habe mich zu sehr damit in den Sträuchern verfangen. Das mag ich mir vorstellen, wie du in den Wäldern dein Kleid zerreißt. Bei der Jagd. Ich selbst bin ein großer Weidmann. Sie tat, als hätte sie die Anzüglichkeit überhört. Ihr seid sicher gut darin, abgehetzt und ermüdete Tiere, die bereits in die Enge getrieben wurden, zu erledigen. Ach, auch Menschen jage ich von Zeit zu Zeit, wenn sie ungefragt durch meine Länder reinziehen. Was jagst du denn, Kaninchen? Hexen, Dämonen, manchmal breche ich auch Flüche. Philomela versuchte beiläufig zu klingen.
Statt Überraschung oder Unglaube lächelte der Adlige, als hecke er etwas aus. Es gefiel Philomela nicht. Beweise es! Sie griff in die Tasche an ihrem Gürtel und zog den Brief hervor. Sie legte ihn vor den Herrn von Reinicke ab. Ein großes Stück mehrfach gefaltetes Papier mit einem Siegel daran. Von Reinicke schaute sich das Siegel genauer an. Das Wappen von Hilverstadt. Natürlich. Von Reinicke hatte es erkannt, was er vor sich hatte. Ein Vertrag zwischen einem Hexenjägerorden und Hilverstadt. Ein Hexenbrief. Glaubt ihr mir jetzt? Verzeih, Schwester. Von Reinicke warf einen Blick auf den Hexenbrief und las den dort verzeichneten Namen. Philomela, wenn ich gleich gewusst hätte, dass du eine Vertreterin des Glaubens bist, dann hätte ich mich von Anfang an benommen. Warte, ich hole uns noch ein Bier. Der Herr von Reinicke stand plötzlich auf und verschwand in der Menge. Als Philomela schon dachte, er würde nicht mehr zurückkehren, tauchte er mit zwei Krügen in der Hand wieder am Tisch auf und reichte einen davon Philomela. Sie dankte und nahm einen Schluck. Irgendwie schmeckte das Bier anders, bitterer. »Ist das eine andere Biersorte?« Der Herr von Reinicke nippte an seinem Bier und verzog das Gesicht. »Er hat mir doch tatsächlich Hilverstädter Pissbräu gegeben. Die Hexe aus dem Urtaler Wald sollst du jagen? Das wird nicht passieren.« »Wieso? Die Hexe von Urtal besetzt nun schon seit langer Zeit den Urtaler Wald. Niemand traut sich mehr in den Wald.« »Und das wird auch so bleiben. Ich habe von meinem Vater eine Fehde um die Ländereien rund um Reinicke und Hilverstadt geerbt. Die Städter sind scharf auf die Wälder meiner Familie. Sie wollen dort Holz abschlagen und Werkstätten errichten, Kontrolle über die Wasserläufe erhalten. Der Wald von Ultal treibt einen großen Keil zwischen uns. Sie werden mich nie mit ihren Ländereien komplett einschließen können. Wenn du die Hexe von Ultal vertreibst, was dir nicht gelingen wird, dann haben die Pfeffersäcke freie Hand. Philomela trank weiter von dem ekligen Bier. Sie sollte es vielleicht unterlassen, ihr Bauch fühlte sich bereits seltsam an. Ich muss diesem Fall nachgehen. Sie wollte noch einen Grund hinzufügen. Da war noch etwas gewesen, warum sie in den Wald gehen musste, doch es wollte ihr nicht so recht einfallen. Lag es am Bier? Sie schob den Krug von sich weg. Ist dir das Bier zu viel? Ach, verstehe ich. Von Reinicke nahm seinen eigenen Krug und leerte ihn in einem Zug. Philomela blickte auf ihr Bier. Sie wollte nicht mehr so recht, doch wollte sie sich auch nicht von dem aufgeblasenen Adeligen vorführen lassen. Sie zog ihren Krug an sich und leerte ihn ebenfalls. Von Reinicke blickte zufrieden. Wie wäre es, wenn ich dir eine Summe Geld zahle und du lässt deine Jagd auf die Hexe von Ultal? Das ist nicht möglich, ich muss in diesen Wald. Philomela hielt sich den Kopf, ihr war schummrig. Das war ein langer Tag gewesen. Hör zu, Philomela. Ich kann dich auch ergreifen lassen und in meine Burg sperren, damit täte ich dir sogar noch einen Gefallen, weil ich deinen kleinen Arsch vor der Hexe von Ultal bewahren würde. Sie empfand das Gespräch an dieser Stelle als beendet. Sie erhob sich, doch spürte sie den Schwindel und taumelte. Hatte sie wirklich zu viel Bier getrunken? Ihre Beine fühlten sich seltsam an. Danke für das Bier, doch ich werde mir nun einen Schlafplatz suchen. Sie versuchte ein paar Schritte zu unternehmen, da versagten ihr die Beine gänzlich den Dienst. Sie spürte noch, wie der Herr von Reinicke sie auffing, bevor sie auf die Tischkante prallte. Das Letzte, was sie sah, ehe sie das Bewusstsein verlor, war das Gesicht des Herrn von Reinicke. Philomela öffnete die Augen. Licht strahlte ihr in das Gesicht, ihr Schädel brummte und die Sonnenstrahlen machten es nur noch schlimmer. Sofort kniff sie die Augen wieder zusammen. Warum mussten die Vögel so nervig zwitschern? Sie drehte sich zur Seite und merkte, dass sie nicht in einem Bett lag, sondern auf einer einfachen Matte auf dem Boden. Was war hier los und warum wusste sie nicht mehr, wie sie zu Bett gegangen war? Ein Windhauch zog ihr über das Gesicht und sie begriff, sie war im Freien. In der Luft lag der Geruch eines ausgegangenen Lagerfeuers. Hatte sie kein Bett mehr bekommen? Hatte sie doch im Freien übernachtet? Schwester Philomela, du hast das Morgengebet verpasst. Ist das nicht, wie im Kloster an den Tag startet? Erschrocken drehte sie sich zu der Stimme um. Der Herr von Reinicke kam auf sie zu und hockte sich neben ihren Schlafplatz.
Ich fürchte, der Unbesiegte wird enttäuscht von dir sein. Philomela drückte die Hand gegen ihre Stirn. Kloster ist es nicht üblich, einen über den Durst zu trinken. Philomela versuchte sich zu erinnern, wie viel sie getrunken hatte, doch entscheidende Momente des Abends fehlten in ihrer Erinnerung. Was macht ihr überhaupt in meinem Lager? Dein Lager? Ich bitte um Verzeihung, ich habe nicht gewusst, dass die Dame ihre eigenen Knechte unterhält. Der Herr von Reinicke verneigte sich spöttisch. Im Hintergrund hörte sie das Lachen weiterer Männer. Mühevoll richtete sich Philomela auf, sie sah ein kleines Lager an einer Waldlichtung. Eine Handvoll Zelte und vielleicht 11 Männer, die würfelten oder ihre Ausrüstung pflegten. Von Reinicke reichte ihr eine Tonflasche. Trink, dann wird es dir besser gehen. Wie bin ich hierher gekommen? Philomela nahm die Flasche entgegen und nahm einen kräftigen Schluck daraus. Frisches Wasser. Noch kalt, wahrscheinlich aus einem Fluss oder Bach. Offensichtlich habe ich dich hierher gebracht. Doch warum? Hätte ich dich in dem Gasthaus unter dem Tisch liegen lassen sollen? Sie wusste nicht, wie sie es finden sollte. Auch wenn sie sich nicht mehr an den Amt erinnern konnte, hatte der Mann sie doch einfach ungefragt uns nirgendwo verschleppt. Ihr hättet mich auch im Gasthaus einquartieren können. Im Notfall hätte ich auch im Stall schlafen können. Was sage ich mit meinem Pferd und meinen Sachen? Das ist alles hier. Von Reinicke griff hinter sich und zog Philomelas langes Schwert hervor. Er zog die Klinge ein Stück weit aus der Scheide und begutachtete die alten Schriftzeichen, die darauf eingraviert waren. Eine schöne Waffe. Ich habe von diesen Waffen gehört, doch noch nie hatte ich eine solche in den Händen. Ein Schwert belegt mit einem alten Fluch. Doch wer verflucht eigentlich die Schwerter? Keine Ahnung, ein Priester? Philomela hielt die Hand hin, um ihr Schwert entgegenzunehmen. Von Reinicke wollte es ihr reichen, doch zog es im letzten Augenblick wieder weg. Ich glaube, ich behalte es noch ein wenig. Gib mir mein Schwert! Schwerter sind nichts für Weiber. Wäre ich nicht so verkatert, dann würdet ihr sehen, wie gut ich damit umgehen kann. Das würde ich so gern sehen, doch ich schlage keine Weiber. Doch entführt ihr sie, meinte Philomela eher ironisch. Doch der Herr von Reinicke wurde ernst. Wenn es eins gibt, worauf ich mich verstehe, dann ist das das Entführen von Menschen. Normalerweise würde ich deine Familie kontaktieren und ein hohes Lösegeld verlangen, doch du scheinst ein Niemand zu sein. Ach ja? Erst war sie erschrocken gewesen, doch die Worte des Herrn von Reinicke hatten sie wütend gemacht. Trotz großer Kopfschmerzen war sie aufgestanden, die Hände zu Fäusten geballt. Du bist nichts. Aus dir wird nie etwas werden. Du kannst nichts und vor allem bist du nicht meine Tochter. Augenblicklich jagten die Worte ihrer Mutter wieder durch den Kopf, begleitet von unerträglichen Kopfschmerzen. Beruhige dich, die Opiate in deinem Körper wirken noch nach. Was? Habt ihr mir etwas ins Getränk getan? Natürlich. Wie hätte ich dich sonst hierher bringen sollen? Fragen vielleicht? Haben wir... habt ihr... Panisch blickte sie in ihrer Kleidung herab, doch die aufwendige Kleidung schien tadellos verschnürt und unangetastet. Also bitte, was denkst du von mir? Derlei Praktiken halte ich für unangebracht und habe ich unter uns gesagt auch nicht nötig. Aber entführen ist in Ordnung? Sie blickte auf die Flasche in ihrer Hand und warf sie in das Gras. Philomela, das ist nur Wasser, keine Sorge, du bist nur geschäftlich hier. Von Reinicke nahm die Flasche auf und nahm selbst einen Schluck daraus. Also, reden wir übers Geschäft. Du erhältst dein Schwert und deine anderen Sachen zurück, wenn du mir einen kleinen Gefallen tust. Was wollt ihr von mir? Was kann ich, armes Weib, tun, was der große Ritter von Reinicke nicht selbst erledigen kann? Spiel hier kein Drama und höre zu. Die Ruine Emhoff beinhaltet noch immer den Reichtum der Emhoffer. Doch leider kommen meine Männer nicht daran, etwas greift sie an, etwas Übernatürliches. Man sagt, die Burg sei verflucht. Wenn etwas darin ist, dann kann ich tatsächlich nichts ausrichten. Du hingegen solltest dich mit Flüchen auskennen und wie man sie bricht. Befreie Burg Emhoff von seinem Fluch und du bist frei zu gehen mit all deinem Hab und Gut. Philomela hielt sich den schweren Kopf, verfluchte innerlich von Reinicke dafür, dass er sie am Abend zuvor vergiftet hatte. Eigentlich gehörte der Mann bestraft, doch dazu hätte sie ihr Schwert benötigt, das sich in von Reinickes Händen befand. Sie wagte noch einmal einen Blick über das Lager. Zu viele, um es mit allen aufzunehmen, selbst wenn sie von Reinicke mit einem Überraschungsangriff überwältigen konnte. Ach, na gut,
Ich werde sehen, was ich tun kann, doch dazu bräuchte ich mein Schwert. Sollte es dort etwas Übernatürliches geben, dann kann ich es nur mit meinem Schwert bezwingen. Netter Versuch. Doch dein Schwert bleibt hier. Du wirst dir etwas anderes ausdenken müssen. Steine knirschten unter Philomelas Füßen. Es war am späten Nachmittag, als sie mit zwei Knechten des Herrn von Reinicke die Burgruine erreicht hatten. Hier, wo einst die von Emhoff residierten und brutal von Bauern abgeschlachtet wurden. Philomela fühlte sich noch immer etwas geschwächt, doch um einiges besser als am Morgen. Sie betraten den inneren Burghof über eine große Bresche. Sie wirkte, als hätte man die Burg in der Mitte auseinandergerissen. Die gesamte Anlage hatte stark gelitten. Überall in den Gebäuden waren Risse und Einschlaglöcher, nur der große Turm wirkte wie auf magische Weise unbeschädigt. Ob Magdalena tatsächlich dort oben auf einen Retter wartete? Ich dachte, jemand in der Burg hätte das Tor geöffnet, damit die Bauern eindringen konnten. Philomela erwähnte nicht gegenüber den Knechten, dass sie dachte, es sei der Herr von Reinicke gewesen. Nur eine Geschichte, sagte einer ihrer Aufpasser. Sie kamen mit Kanonen und haben sich ihren Weg hereingeschossen. Bauern mit Kanonen, kann sich das einer vorstellen? Der andere der zwei Männer wirkte eher abwesend, nervös blickte er hin und her. Sie überquerten den Hof zum Haupthaus der Burg. Bei den Stallungen war die Tür halb herausgerissen worden und hing in den Angeln. Mit jedem Windhauch gab sie ein leises Quietschen von sich, das die Totenstille des Ortes durchbrach. Sie mussten durch die Kapelle hinein, da die Treppen außen am Haupthaus zerstört waren. Sie kletterten durch ein zerstörtes Fenster hinein. Bis auf den Altar war der Raum leer gewesen. Alle Wertgegenstände, die die Kapelle einst geschmückt hatten, waren geraubt worden. Am Boden befanden sich Schleifspuren von getrocknetem Blut. Selbst in seinem eigenen Haus hatte der Unbesiegte niemand Schutz gewährt. Eine Treppe führte sie rauf zur großen Halle. Sie betraten diese, größtenteils leer, eine große, verwaiste Feuerstelle, umgeworfene Tische, ein heruntergerissener Wandteppich lag am Boden. Diesen betrachteten sie näher und sahen getrocknetes Blut darauf. Doch da lag noch etwas. Philomela zog ein Bild hervor, die Leinwand eingerissen. Sie klappte den Fetzen Leinwand auf das Bild und sah sich das Gemälde an. Es zeigte eine junge Frau, langes blondes Haar bis zu den Hüften. »Magdalena von Emhoff«, sagte einer der Knechte. »Seltsam, das Gemälde sollte eigentlich in der ersten Etage sein.« Der Kronleuchter an der Decke begann zu wackeln. »Sie kommt«, sagte der Knecht. Sein nervöser Mitstreiter brach in Panik aus und lief davon. »Verdammter Feigling«, rief der Knecht ihm nach. »Warum gehst du nicht mit ihm?«, fragte Philomela. »Soll ich etwa die Chance auf die Reichtümer der Emhoffer verpassen? Außerdem habe ich hier an der Kette für den Kronleuchter gezogen, um den Feigling loszuwerden. Los, weiter!« »Wohin?« »Wir müssen den Aufstieg zum Bergfried finden. Dort wurden die Reichtümer hingebracht, als die Bauern die Burg belagerten.« Philomela fragte sich zwar, was den Knecht so sicher machte, die Reichtümer der Familie Emhoff dort zu finden, doch es war ihr im Grunde egal. Hauptsache, sie erfüllte ihre Aufgabe für den Herrn von Reinicke und konnte ihr Hab und Gut wiedererlangen. Die letzten Lichter des Tages vermochten kaum in die Burg zu dringen und ließen dunkle Gänge zurück. Mitgebrachte Laternen sollten Abhilfe verschaffen. Philomela hielt es für dumm und gefährlich, unter diesen Bedingungen weiterzugehen. Doch der Knecht wollte unbedingt weiter zum Turm. Im zweiten Stock hatte wohl zeitweise ein Feuer gewütet. Sie mussten über einen verkohlten Balken balancieren und Philomela hoffte, dieser würde nicht unter ihr zusammenbrechen. Am Ende sollte, so sagte es jedenfalls der Knecht, ein Übergang zum Bergfried sein. »Soweit haben wir es noch nie geschafft. Eigentlich hätte der Geist uns längst angreifen müssen«, sagte der Knecht zuversichtlich, als sie auf der anderen Seite waren. Philomela wunderte sich, worauf der Geist dann wartete. Nur noch ein kurzer Weg über einen Wehrgang trennte sie von dem hohen Turm. Doch es sollte sich als Enttäuschung herausstellen, als sie den Turm betraten. Eine Wendeltreppe führte eine weitere Ebene hoch, doch dann nichts. Hoch über ihnen wäre noch eine weitere Etage gewesen, doch die Leiter, um diese zu erreichen, war nicht hier, wenn sie überhaupt noch existierte. Philomela leuchtete den Raum ab.
aufgerissene leere Kisten. Doch nicht genug, um sie als Aufstieg zu benutzen. Verdammt! Alles umsonst! Seine Stimme hallte durch den leeren Turm. Das Holz hoch über ihnen knackte und etwas Staub rieselte herunter. Der Knecht ging zurück zur Wendeltreppe. Wir müssen eine Leiter finden. Ich gehe nicht ohne das Gold. Sie waren die Wendeltreppe wieder heruntergestiegen, als Philomela ein kalter Schauer durchfuhr. Auch der Knecht musste es gespürt haben, denn er schüttelte sich, drehte sich um und wurde mit einem Blick die Treppe herauf bleich. Oh nein, jetzt geht es wirklich los. Er rannte heraus auf den Wehrgang und schlug die Tür hinter sich zu, ehe Philomela bemerkt hatte, was los war. Auf der Wendeltreppe hatte sich eine Gestalt manifestiert. Dunkel, kaum zu erkennen, Fetzen eines Kleides wehten an einem Gerippe. Ein gekrümmter Rücken und lange Klauen statt Finger. Das Wesen schwebte die Stufen herab auf Philomela zu. Sie spürte keine wirkliche Angst, mehr Überraschung, doch auch dieses Gefühl verschwand und wich ihren Überlebensdrang. Schnell, was hatte sie in ihrer Ausbildung gelernt? War das Wesen elementar oder animistisch? Das Wesen schwebte jedoch an Philomela vorbei und schwebte durch die Tür. Offensichtlich war es animistisch. Sie wartete einen Augenblick und lauschte, doch nichts passierte. Dann öffnete sie vorsichtig die Tür zum Wehrgang. Draußen war es mittlerweile stockfinster geworden. Wind wehte über die Burgruine und trug mit ihm ein leises Wimmern über die Burg. Philomela wurde hellhörig. Das leise Weinen kam aus dem Turm selbst. Wie spät war es? Mitternacht? Philomela wagte den Blick herauf zum Turm und tatsächlich, wie in den Erzählungen beschrieben, leuchtete ein Licht auf, ging aus, ging wieder an, ging aus, wieder an und ging aus. Magdalena, bist du es? Rief Philomela den Turm herauf. Eine Antwort blieb aus. Sie rief ein weiteres Mal herauf. Magdalena von Emhoff, bist du hier? Etwas fiel vom Turm herab. Ein Seil. Nein, ein Zopf. Philomela leuchtete die Haare an, weil sie es nicht glauben wollte. Doch, tatsächlich. Langes, blondes Haar. Es schien bis zum Turm heraufzuführen. Doch wer konnte so lange Haare haben? Philomela fasste es an, seidig wie frisch gewaschen. Doch was war jetzt zu tun? Man konnte wohl kaum von ihr erwarten, daran hochzuklettern. Die Trägerin der Haarpracht würde eine solche Belastung nicht aushalten. Dennoch hätten sie die Knoten perfekt geeignet, um die Füße dort abzusetzen und den Aufstieg zu erleichtern. Aus dem Turm hörte sie wieder das leise Wimmern. Sie zog leicht an dem Zopf und wartete eine Reaktion ab. Es passierte nichts, also zog sie kräftiger. Bis zu einem gewissen Punkt gab der Zopf nach, blieb dann aber stramm. Sie hängte sich mit ihrem ganzen Gewicht an den Zopf und schaukelte in der Luft. Die Haare hielten dies aus und von oben gab es keine Reaktion darauf. Die Idee, die in Philomelas Kopf entstand, war bizarr, doch längst nicht das Bizarrste, das Philomela je erlebt hatte. Sie befestigte die Laterne an ihrem Gürtel und begann ihren Aufstieg, ohne zu wissen, was sie im Turm erwarten würde. Sie konnte nur hoffen, dass der Zopf in ihren Händen bis oben hielt. Oben angekommen, zwängte sie sich durch das Fenster in das Innere des Turms. Es war ein kleines Zimmer, dunkel. Die Haare führten weiter Richtung Decke, doch sie konnte nicht erkennen, wo sie endeten. Ein Bett nahm den meisten Platz ein. Philomela hob die Laterne und leuchtete in den Raum hinein. In der Luft schwebte ein paar Füße. Die Haut war ausgetrocknet und ließ die Fußnägel wie Krallen erscheinen. Sie leuchtete mit ihrer Laterne hoch. Eine Leiche hing an einem Bettlaken erhängt in der Mitte des Raums. Der Zopf endete am Kopf der Toten. Plötzlich empfand Philomela ihre Hände als dreckig und hatte das Verlangen, sie zu waschen, obwohl die Haare unnatürlich rein gewesen waren. Die Tote musste wohl Magdalena gewesen sein. Doch wer hatte dann geleuchtet? Und wo war dieses Licht? Sie suchte mit ihrer Laterne weiter den Raum ab. Auf einem kleinen Tisch stand eine kleine Kerze. Plötzlich entzündete sich die Kerze selbst. Ein kalter Schauer ging durch den Raum, gefolgt von einem tiefen Seufzer. Die Kerze flackerte und warf einen Schatten an die Wand. Dieser löste sich von der Wand und formte die schemenhafte Gestalt einer Frau. Philomela erkannte, es war die Tote. Magdalena? Der Geist antwortete mit der Stimme einer Frau, die gleichzeitig nah und doch fern klang.
Wer bist du? Du bist nicht Elad. Woher kennst du meinen Namen? Bringst du Kunde von Elad? Offensichtlich bin ich nicht Elad. Ich bin Philomela und gekommen, um deinen Fluch zu brechen. Lieber will ich Elad sehen. Ich hätte schwören können, ich hätte Elad gespürt. Er war in der Burg. Ich war mit 2 Männern in der Burg, doch sind sie vor einem anderen Geist geflohen. Elad würde nicht fliehen. Er hat versprochen, mich hier rauszuholen. Wer ist dieser Elad? Elad von Preußen, mein Liebster. Hat Elad mit deinem Fluch zu tun? Nein. Elad ist der Einzige, der mich trotz meines Fluches geliebt hat. Ah, vielleicht nicht der Einzige. Wusste Hans Karlhaus von dem Fluch? Dachte sich Philomela. Erzähl mir von deinem Fluch. Wie manifestiert er sich? Elad wollte mich von dem Fluch befreien. Elad hat es wohl nicht geschafft. Das kannst du nicht wissen! Fauchte Magdalena im gespenstischen Ton. Hinter der Trauer war noch etwas anderes, ungezügelte Wut. Philomela musste vorsichtig sein. Wie wollte Elad dich von deinem Fluch befreien? Philomela musste mehr über diesen Fluch erfahren, um ihn zu brechen. Und erzähl mir, wie bist du verflucht geworden? Der Geist seufzte. Es war die Hexe von Ulthal. Als meine Mutter mit mir schwanger war, kam sie am Ulthaler Wald vorbei und spürte plötzlich einen Heißhunger auf Zwetschgen. Und sie sah einen Baum voller Zwetschgen, doch er stand im Wald der Hexe. Trotzdem stieg meine Mutter von ihrem Pferd ab, um sich ein paar der Zwetschgen zu nehmen. Die Hexe bemerkte dies sofort, erschien wie aus dem Nichts und drohte, meine Mutter zu bestrafen. Sie flehte um ihr Leben, also verfluchte die Hexe sie, beziehungsweise mich. Ich solle nie heiraten und nie einen Gemahl finden. Und um das zu garantieren, sollte ich mich am Tag zu einem Biest verwandeln, behaart am ganzen Körper. Erst geschah nichts, doch als ich in ein heiratsfähiges Alter kam, begann ich mich jeden Morgen zu verwandeln. Die Haare sprossen überall am Körper. Sie ließen sich nicht schneiden, nicht rasieren, nicht ausreißen. Nur in der Nacht verwandelte ich mich in meinen wahren Körper zurück. Bis auf die Haare am Kopf, die blieben. Um die Wahrheit von den anderen zu verbergen, sperrte mich meine Mutter in diesen Turm. Doch fand ich heraus, dass man meine Haare als Seil benutzen konnte. So konnte Elad zu mir gelangen. Elad ging in den Ulthaler Wald und wollte die Hexe besiegen. Er kehrte nicht zurück. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, seine Gegenwart zu spüren. Vielleicht war Elad gestorben und als Geist zurückgekehrt. 2 Seelen, die Liebe an die Welt gebunden hielt, klang gefühlselig wie in einer Geschichte. Auszuschließen war sie doch nicht. Oder der Fluch der Hexe war geblieben und hielt Magdalenas Seele fest. Weißt du etwas über einen anderen Geist? Ein Geist, der Eindringlinge angreift? Nein, hier gibt es keinen Geist, nur mich. Ich bin alleine. Das kann nicht sein, ich habe deutlich ein weiteres Wesen gesehen. Dann hast du dich eben verguckt. Hier gibt es keinen anderen Geist. Philomela spürte wieder die Wut im Unterton des Geistes. Was hast du vor dem Angriff auf die Burg mitbekommen? Magdalena wimmerte. Als Elad nicht mehr zurückkehrte und der Fluch auch nicht gebrochen war, habe ich meine Hoffnung verloren. Ich habe mir bereits vorher das Leben genommen. Meiner Mutter ist es nicht einmal aufgefallen, dass ich tot war. Glaubst du, wenn du Elad wiedersiehst, könntest du diese Welt verlassen? Finde ihn und lass ihn meine Überreste begraben, dann kann ich Frieden finden. Oder begrabe mich neben ihm, sollte er auch tot sein. Doch er muss leben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was Philomela genau tun konnte, wusste sie noch nicht. Wo sollte sie nach Elad suchen? Wenn du Elad triffst, sagst du ihm bitte, dass ich ihm noch immer liebe und auf ihn warte? Philomela versprach dem Geist, sie würde es Elad ausrichten. Mithilfe der langen Haare kletterte sie den Turm wieder herab. Sie verließ die Burg. Von den 2 Männern des Herrn von Reinicke war nichts geblieben. Sie mussten geflohen sein. Dafür sah Philomela ein Feuer in der Nähe. Hans? Der Jüngling saß an einem Lagerfeuer und briet ein Kaninchen. Glück und Segen, Frau Hexenjägerin! Kann es sein, dass Harald Karlhaus dein Vater ist? Hans nickte. Ich bin nicht stolz darauf. Ich wünschte, ich wäre ein Mann von Adel. Die sind auch nicht besser. Was machst du hier?
Ab und zu komme ich hierher und schaue, ob ich ein Zeichen von Magdalena sehe. Da habe ich euch mit zwei Männern in die Burg gehen sehen und versucht, euch zu folgen. Doch ich habe den Geist gesehen und bin geflohen. Eure Begleiter übrigens auch. Habt ihr den Geist nicht gesehen? Kurz, doch er hat mich ignoriert. Habt ihr denn Magdalena gesehen? Was sollte Philomela darauf antworten? Sollte sie Hans sagen, dass Magdalena tot war? Dann würde er endlich aufhören, einer Liebe nachzujagen, die nicht existierte. Doch irgendwie brachte Philomela es nicht über das Herz. So sagte sie, »Ich konnte noch nicht wirklich zum Turm gelangen. Ich glaube, ich musste der Hexe von Ulthal. Mit ihrem Fluch hat alles begonnen.« »Ihr denkt, ihr müsst? Das ist kein Spaziergang. Ich selbst sollte in den Wald und die Hexe aufsuchen, doch ich habe mich nicht einmal getraut, die Grenze zu ihrem Gebiet zu überschreiten. Seid auf der Hut, das heißt, die Hexe von Ulthal ist gefährlich und spürt es, wenn jemand ihren Wald betritt. Doch ich hoffe, ihr habt Erfolg.« Philomela war frei, doch sie brauchte noch immer ihre Ausrüstung, besonders ihr Schwert. Sie hatte gelernt, nie unvorbereitet sich einer Hexe zu stellen, doch würde der Herr von Reinicke ihre Sachen rausrücken. Wenn sie nun zum Lager des Ritters zurückkehrte, kam sie mit leeren Händen. Und dann war da noch ein Gefühl. Sie konnte es nicht erklären, etwas zog sie zum Wald von Ulthal, als hätte sie dort eine Aufgabe zu erledigen, doch sie konnte nicht in Worte fassen, was es war. Es gab nur einen Weg. Sie musste die Hexe von Ulthal finden, sie erst in ein Gespräch verwickeln und sie bitten, den Fluch aufzuheben. Die Imhofer waren alle tot, kein Grund, die Seele Magdalenas noch unnötig weiter zu quälen. Außerdem würde ihr dies einen ersten Eindruck geben, ob die Hexe von Ulthal eine Chance auf Rettung hatte oder nur durch Feuer geläutert werden konnte. Der Totenschädel eines Rehs auf einem Stock markierte die Grenze, den Eingang zum Reich der Hexe von Ulthal. Philomela wusste, ab hier gab es kein Zurück mehr. Da war wieder das Gefühl, sie hatte etwas in diesem Wald zu erledigen. Doch was war es? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Sie machte den ersten Schritt und setzte ihren Fuß über der Grenze ab, gefolgt vom zweiten. »Hexe von Ulthal! Wenn du mich hörst, ich will nur mit dir reden!« rief sie in die Leere hinein. Wenn die Gerüchte wahr waren, dann sollte die Hexe ihre Stimme vernehmen. Der Wald war wild, die Menschen trauten sich nicht mehr, ihn zu betreten. Die Bäume waren dick und von Moos bewachsen. Auf ihrer Suche zum Licht durch die Baumkronen hatte sie die bizarrsten Formen angenommen. »Du bist nichts. Aus dir wird nie etwas werden. Du kannst nichts und vor allem bist du nicht meine Tochter!« Warum kamen ihr gerade jetzt die Worte ihrer Mutter wieder in den Sinn? Konnte sie überhaupt den Weg in das Innere des Waldes und zu der Hexe finden? Allein, nur auf sich gestellt? »Natürlich nicht, Philomela«, ertönte eine tiefe Stimme. Von einem knorrigen Ast hing kopfüber ein kleines Wesen, der Körperbau undefinierbar. Nur zwei große leblose Augen und ein breiter Mund ohne Lippen, der immer dann lächelte, wenn die Lage für Philomela aussichtslos schien, war zu erkennen. Teubidas, ein Schatten, den Philomela seit ihrer Kindheit nicht mehr losgeworden war. Den nur sie sah, der sich an ihren Zweifeln labte. Sie musste positiv denken, es wird schon gut gehen, sie wird es schaffen. Philomela schaute zu dem knorrigen Ast, Teubidas war verschwunden, doch sicher war, er würde wiederkommen. Der Weg durch den Wald streckte sich. Schon nach kurzer Zeit hatte sie das Gefühl, im Kreis zu laufen. Sie schaute nach oben in der Hoffnung, die Sonne erblicken zu können, doch das Blattwerk der Bäume verdeckte ihr die Sicht. »Ach, natürlich«, dachte sie sich, »dieser Ort war von den Unbesiegten verlassen worden.« Hin und wieder rief sie nach der Hexe, doch diese zeigte sich nicht. Philomela hatte den Wald unterschätzt. Sie dachte, die Hexe innerhalb eines Tages finden zu können, und nun fürchtete sie hier Tage umherzuirren, ohne Ausrüstung oder Proviant. »Freust du dich auf die Nacht? Du hast nicht mal die Möglichkeit, ein Feuer zu machen.« Teubidas saß in einem Gebüsch und grinste sie daraus an. Sie hatte keine Lust zu frieren, doch der feuchte Waldboden würde wohl kaum ein Feuer zulassen. Die Nacht würde hart werden mit Hunger und Kälte. Ohne Licht konnte sie auch nicht weiter wandern.
Philomela musste ihre Gedanken kontrollieren. Alles war gut. Die Nacht war noch lange hin. Sie hatte noch genug Zeit. Sie durfte nicht auf Teubidas Worte hereinfallen. Die Temperatur sank trotzdem. Nebel stieg im Wald auf. Ein netter Trick, um sie einzuschüchtern, dachte sich Philomela. Doch Kaspar und sie hatten schon Schlimmeres erlebt. Du bist nichts. Aus dir wird nie etwas werden. Du kannst nichts und vor allem bist du nicht meine Tochter. Da hörte sie wieder die Stimme ihrer Mutter, doch dieses Mal nicht nur in ihrem Kopf, sondern auch hier. Hier im Wald? Du bist nichts. Aus dir wird nie etwas werden. Du kannst nichts und vor allem bist du nicht meine Tochter. Da stand eine Frau, das Gesicht im Nebel verborgen, um sie herum Dornranken. Mutter? Fragte Philomela ungläubig. Philo, du hast uns verraten. Du bist davongelaufen. Philomela war wieder ein Kind. Sie war halb im Wald, halb befand sie sich hinter den steinernen Mauern einer Burg. Bekannte Bilder, ein Ort, wo sie vor langer Zeit gewesen war. Ihre Mutter war wieder vor ihr. Du bist die Einzige, Philomela. Die Einzige, die komplett ohne Talent geboren ist. Wie konnte ich nur einen Fehler wie dich zur Welt bringen? Ich habe alles versucht, Frau Mutter. Ich kann einfach nicht... hörte sich Philomela aus ihrem eigenen Mund sagen, doch ihre Stimme war wieder die eines Kindes. Sie war wieder zurück im Wald. Was war das? Eine Halluzination wahrscheinlich. Hexenwerk. Sie durfte sich nicht von solchen Tricks beeinflussen lassen. Sie musste auf dem richtigen Weg sein, wenn die Hexe versuchte, ihren Geist zu beeinflussen. Ich will dir nichts tun! Ich will nur mit dir reden! Rief sie in den Wald und es war nur halb gelogen. Vielleicht war die Hexe mittlerweile bereit, mit ihr zu sprechen. Kinder lachten. Philomela hörte es rechts von sich. Sie ignorierte es, das war nur ein weiterer Trick. Wenige Augenblicke später hörte sie das Lachen links von sich, dann hinter sich. Im Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr. Fokussieren, immer weiter, dachte sich Philomela. Sie durfte der Hexe keine weitere Angriffsfläche bieten. Bitte zeig dich endlich und sprich mit mir, rief sie in den Wald. Versteck dich, versteck dich, rief ein kleines Mädchen. Das Mädchen schaute hinter einem Baum hervor. Ich habe dich gefunden. Brida? Philomela sah ihre Freundin aus Kindheitstagen, die Tochter der Magd auf Burg Tetzberg. Warum hast du dich so schlecht versteckt, Philo? Ich habe mich nicht versteckt. Komm her. Erst musst du mich fangen. Brida lief davon und Philomela ihr hinterher. Das Mädchen war flink, für einen Augenblick war es wieder wie früher. Unbeschwert rannten die Mädchen durch den Wald und spielten Fang. Doch der Wald veränderte sich. Sie lag auf einer Blumenwiese, Kopf an Kopf. Brida war gealtert. Meine Mutter hasst mich, sagte Philomela. Egal, was ich tue, es ist nie genug, ich bin einfach nicht wie sie. Brida richtete sich auf und lächelte sie an. Nein, bist du nicht. Du bist viel besser. Ich hoffe, du wirst nie wie deine Mutter, dann können wir keine Freundin mehr sein. Bridas Blick wurde plötzlich leer und ihre Gesichtszüge erschlafften. Ein Riss öffnete sich an ihrem Hals und eine Fontäne aus Blut spritzte Philomela entgegen. Da war eine Tür. Blut lief unter dem Türspalt hervor. Vorsichtig öffnete Philomela die Tür und sah Brida, wie sie von der Decke hing, wie ein Stück Vieh, das man ausbluten ließ. Sie schrie. Der Schrei scheuchte Vögel in den Bäumen auf. Sie lag auf dem Waldboden, ihr Herz raste und sie spürte den Schmerz von Verlust. Den Verlust einer Freundin. Die Visionen wurden heftiger, bemerkte sie. Ah, ich werde nicht aufgeben, sagte sie mehr zu sich selbst als zu der Hexe. Das erste Mal gab es eine Antwort. Wirklich? Du hast längst aufgegeben. Du hast es nur vergessen, hörte sie Torbidas tänzere Stimme. Hexe von Ohltal, wenn du mich hörst, ich will nur mit dir reden. Philomela hörte ihre eigene Stimme irgendwo in der Ferne rufen. Welcher Trick war dies schon wieder? Gib endlich zu, du hast versagt. Torbidas saß in einer Baumhöhle, fast unsichtbar, nur sein Grinsen leuchtete aus der Dunkelheit heraus. Nein, ich gebe nicht auf. Ich werde mich nicht von einfachen Gedankentricks bezwingen lassen. Du kannst dich stark geben, doch ich spüre, wie deine Verzweiflung mich nährt. Nur zu, gib dich hier hin. Ich habe noch reichlich Hunger.
Tapi das einfach ignorieren, dachte sich Philomela. Einfach immer weiter ignorieren. Der Tag näherte sich dem Ende. Philomela ging die Zeit aus. Sie wusste, die Nacht würde furchtbar werden. Die wenigen Lichtstrahlen, die bei Tage schienen, verließen allmählich den Wald und hinterließen Bäume, die in der Dunkelheit wie seltsame Kreaturen mit zahlreichen Armen anmuteten. Verformte Stämme wirkten wie Wesen, die versuchten, aus dem Baum zu kommen. Alles wirkte auf einmal fremd und bedrohlich. Regen setzte ein. Das hatte Philomela gerade noch gefehlt. Sie hatte keine Möglichkeit, sich zu trocknen oder aufzuwärmen. Sie musste irgendeine Möglichkeit finden, sich unterzustellen. Hinter ihr hörte sie ein Fauchen. Sie drehte sich um und sah Schatten auf sie zukriechen, klettern und durch den Wald laufen. Wie konnte das sein? Sie war die meisten Schatten noch losgeworden. Sie rannte los durch den immer dunkler werdenden Wald, die Sinne darauf konzentriert, im schwindenden Licht nicht gegen einen Baum zu rennen. Ein Dornstrauch hielt sie fest. Sie riss sich los, zog sich diverse Kratzer zu, dann stolperte sie über eine Wurzel und fiel. Sie war mitten auf einem Weg gelandet, eine Straße. Eine Straße? Hier? Sie spürte Pferdenüstern in ihrem Nacken schnauben und drehte sich um. Hampus? Du hier? Wie? Es war ihr eigenes Pferd. Doch wie war es hierher gekommen? Philomela blickte zum Wald. Irgendwie hatte sie den Weg hier rausgefunden. Sie lachte. Sie hatte ihr Ziel zwar nicht erreicht, doch sie war fürs Erste entkommen, konnte sich neu organisieren. Sie stieg auf ihr Pferd und ritt los. Doch etwas war seltsam. Die Gegend kam ihr verdächtig vertraut vor, obwohl sie bisher nie hier gewesen war. Aus dem dunklen Wald zu ihrer Linken ertönte ein Flüstern. Es war wie damals. Philomela blickte über ihre Schulter, konnte in der Dunkelheit kaum was erkennen, nur ein Huschen hier und da. Bitte nicht, dachte sie sich. Sie dachte, sie hätte dies längst überwunden. Doch nun war sie kein kleines, hilfloses Mädchen mehr. Ihre Hand glitt zu dem Heft ihres Schwertes. Sie war bereit, sich zu verteidigen. Die Schatten schienen das zu bemerken und hielten sich zurück. Da wurde das Flüstern verdrängt von einem anderen Geräusch. Dumpfe Musik. Eine schlagende Trommel und Flöten. Sie ritt im Klang der Musik nach und fand schon bald ein Wirtshaus. Sehr merkwürdig. Hier mitten im Nirgendwo. Philomela durchlebte noch einmal den Abend im Wirtshaus. Die Entführung durch den Herrn von Reinicke und die Begegnung mit dem Geist von Magdalena in der Ruine von Burg Imhoff. Schließlich führte sie ihr Weg erneut an die Grenze des Waldes. Philomela wusste, ab hier gab es kein Zurück mehr. Eine innere Macht zog sie in den Wald hinein. Ein Gefühl, als hätte sie hier noch etwas zu erledigen. Doch was war es? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Sie machte den ersten Schritt und setzte ihren Fuß über die Grenze, dicht gefolgt vom zweiten. »Hexe von Ohltal, wenn du mich hörst, ich will nur mit dir reden!« rief sie in die Leere hinein. Nach einer Weile bekam sie Durst. Sie fand einen kleinen Teich, den rührte sie lieber nicht an. Doch machte sie einen kleinen Bach aus, der von einem Abhang in den Teich plätscherte. Sie ging zu einem kleinen Wasserfall und füllte sich die Hände mit Wasser. Das kalte Wasser tat gut und sie schöpfte neue Hoffnung. Gestärkt setzte sie ihren Weg fort. Kurze Zeit später hatte sie das Gefühl, der Wald würde sich drehen. Sie begann zu taumeln. Das Drehen wurde immer schlimmer, schwindelerregend. Sie hatte das Gefühl, die Bäume würden miteinander reden. Sie verstand sie nicht. Ein Gewirr aus unverständlichen Stimmen. Stimmen, die boshaft klangen. Stimmen, die über sie sprachen, hämisch. Sie lachten über sie. Sie, die dumm genug gewesen war, in diesen Wald zu gehen und nun gefangen war. Philomela konnte nicht mehr weiter. Sie fiel auf die Knie, der Wald drehte sich noch immer um sie herum, doch sie musste wieder aufstehen. Sie durfte nicht aufgeben. Sie kroch auf allen Vieren, immer vorwärts, dachte sie sich. Solange sie in Bewegung blieb, würde sie ihrem Ziel näher kommen. Eine Gruppe Pilze überholte sie. Sie sah, wie sie ihre Pilzköpfe zusammensteckten und tuschelten. Dann brach Philomela zusammen. Sie erwachte am Teich und musste sich übergeben. Das Wasser muss vergiftet sein,
dachte sie sich und warf einen Blick in den Teich. Ihr Spiegelbild sah nicht gut aus, dreckig mit zerzausten Haaren und unterlaufenen Augen. Sie starrte sich selbst einen Moment lang in die Augen. Ihr Spiegelbild blinzelte nicht einmal, auch dann nicht, wenn Philomela selbst blinzelte. »Ich bin seit Wochen hier«, sagte ihr Spiegelbild. »Wie kann das sein?«, fragte sich Philomela. Sie hob die Hand über den Teich. Ihr Spiegelbild tat dasselbe. Sie streckte den Finger aus und berührte die Spiegelung ihres Fingers im Wasser. Dann erkannte sie. »Ich bin seit Wochen hier. Ich bin das.« Tränen fielen in den Teich. Hinter ihr stand Teubidas und er wuchs an, als er sich an ihrer Verzweiflung laben konnte. »Ich schaffe das nicht«, dachte sie sich. »Ich bin gescheitert. Es gibt keinen drinnen aus diesem Wald. Ich werde Kaspar nie wiedersehen und er wird sich fragen, was mit mir passiert ist.« »Kaspar«, wie konnte sie ihn vergessen? Es musste dieser verdammte Wald gewesen sein, der ihren Geist beeinflusste. Sie erinnerte sich an ihre Ausbildung in Monte Avesti. Sie war noch ein junges Mädchen, als sie bockte und abbrechen wollte. »Ich kann nichts und ich werde nie etwas sein«, Kaspar kniete sich neben sie. »Wer hat dir denn diesen Unsinn eingeredet? Du bist gescheitert, ne und? Scheitern ist menschlich, Philomela, das ist keine Schande. Ich scheitere, du scheiterst, Könige scheitern. Nur der Unbesiegte ist unfehlbar. Wie wir mit dem Scheitern umgehen, bestimmt, ob wir Erfolg haben oder versagen. Und bei uns bedeutet Versagen meist den Tod.« »Kaspar. Sie hatte wegen Kaspar den Auftrag angenommen. Er hatte zuerst für die Hilverstädter Jagd auf die Hexe von Ultal machen wollen, war aber vermisst. Ihm war wohl das Gleiche widerfahren. Irrte er wie sie durch den Wald oder gar Schlimmeres?« Sie rappelte sich auf. Und wenn es noch Hoffnung gibt, Kaspar zu retten, dann musste sie es tun, egal wie schwer es werden würde, durch diesen Wald zu kommen und egal, welche noch so dunklen Erinnerungen die Hexe in ihr wachrütteln sollte. »Du kannst so viel Hoffnung schöpfen, wie du willst. Du wirst doch versagen. Du hast immer versagt, das liegt in deiner Natur«, sagte die tiefe Stimme von Teubidas. »Halt einfach deine Fresse!« Ein Stück Ast flog in die Richtung des Wesens, das kopfüber herab an einem Baum hing. Und sie angrinste. Doch der Ast flog einfach durch das Wesen hindurch. Trotz des wiedergefundenen Mutes hatte sie noch keine Ahnung, wie sie Kaspar oder die Hexe finden sollte oder generell in diesem Wald irgendwo hingelangen konnte. Egal wie weit sie ging, sie schien nie irgendwo anzukommen. Doch sich aufzugeben, hieße sich zu verlieren und Kaspar zu verlieren und damit das Wenige, was sie im Leben hatte. Trotz allem, was geschehen war, schien der Weg nun einfacher und der Wald ließ sie mit Halluzinationen in Ruhe, was Philomela wiederum misstrauisch machte. Nach einiger Zeit ziellosen Wanderns hörte sie eine Stimme. »Sie müssen hier irgendwo sein. Ich habe sie hier irgendwo begraben. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich habe sie hier irgendwo begraben.« Philomelas Herz machte einen Sprung. Die Stimme kannte sie. Er klang etwas wahnsinnig, doch es war eindeutig. Ein Mann kniete im Dreck und wühlte im Waldboden mit bloßen Händen und er wiederholte dabei immer wieder: »Sie müssen hier irgendwo sein. Ich habe sie hier irgendwo begraben. Sie müssen hier irgendwo sein. Ich habe sie hier irgendwo begraben.« Aus vollem Halse rief Philomela: »Kaspar!« Der Mann stockte und blickte auf und drehte sich ungläubig in Philomelas Richtung. Dann stand er auf und rannte auf sie zu. Die Kleidung war dreckig und zerschlissen, das Gesicht eingefallen von mangelnder Nahrung. In diesem Zustand sah er gar noch älter aus. Die ergrauenen Haare hatten wieder mehr der einst schwarzen Haare eingenommen. Statt sie in die Arme zu nehmen, stoppte er. »Philomela«, sagte er vorwurfsvoll, was seltsam war, da er sie nie Philomela nannte. »Was machst du hier? Ich habe dir doch ausdrücklich gesagt, dass du mir nicht folgen sollst.« »Wir haben nichts mehr von dir gehört. Ich hatte das Gefühl, du seist in Schwierigkeiten.« »Trotzdem hättest du dich nicht über mich hinwegsetzen dürfen.« »Ein »Ich freue mich, dich zu sehen« hätte auch gereicht.« »Benimm dich, Mädchen.« »Mädchen«, wiederholte Philomela, »etwas war hier faul.« Wenn sie eins gelernt hatte, dann, dass man dem, was in dem Wald passierte, nicht trauen durfte. »Hast du von den Pilzen gegessen oder hat dir das bisschen Sonnenlicht die Kopfhaut verbrannt? Wo ist eigentlich dein Hut? Wäre schade um die Faunfedern, wenn du ihn verloren hast.« »Die besorge ich mir neu, wenn wir hier erst raus sind. Komm, wir müssen hier weg.« »Wohin gehen wir denn?«
zur Grenze des Waldes. Woher kennst du den Weg? Ich bin vielleicht schon etwas länger in diesem Wald als du. Wer bist du? Wärst du Kaspar, dann hättest du gewusst, dass sein Hut stets mit zwei Eulenfedern geschmückt war. Philomela hatte einen Satz zu der Kaspar-Imitation gemacht und versuchte, sie an der Schulter zu berühren. Doch sie fasste ans Nichts. Die Imitation löste sich darin dann auf. Ein einsames Klatschen hallte durch den Wald. Du hast mich durchschaut, sagte eine Frauenstimme. Im Baum auf dem Ast über Philomela saß eine Frau. Statt Stoff trug sie ein Kleid aus Moos und Blättern, das aus ihr selbst herausgewachsen zu sein schien, obwohl ihre Haut wirkte wie die eines Menschen. Vielleicht ein Stich zu grün für einen Menschen. Ein Eichhörnchen lief an dem Arm der Frau herauf und schmiegte sich an ihre Wange. »Du bist wohl die Hexe von Ultal?« stellte Philomela fest. »Bist du überhaupt eine Hexe? Ein Alb oder eine Nymphe?« Die Frau lächelte und zeigte ihre Zähne, die mehr wie die eines Raubtiers anmuteten als die eines Menschen. »Ich bin der Wald. Doch bist du real oder nur eine Illusion wie alles hier?« »Philomela, sei doch nicht so empfindlich. Wir beide wissen doch, dass meine kleinen Tricks dir nichts anhaben können. So viel Potenzial und du verschwendest es an sie.« »Wer sind sie?« »Jene, die kommen mit Äxten, die Tiere jagen, die roden, Köhler, Holzfäller, Glashütten. Sie beuten den Wald aus. Bestenfalls pflanzen sie dann seelenlose junge Bäume. Doch für den Wald ist es dann zu spät. Ich spreche von den Menschen. Sie haben dich nicht verdient, Philomela.« »Und was soll ich deiner Meinung machen? Mir ein neckisches Kleid aus Blättern basteln, wie du es besitzt, und in dem Wald hier hausen? Du weißt genau, warum ich hier bin. Ich will Kaspar retten. Du wolltest mich ihn hier vergessen lassen.« »Du brauchst ihn nicht. Doch keine Sorge, ich habe ihn sicher verwahrt. Dort, wo er keinen Schaden anrichten kann. Ich mache dir ein Angebot. Ich lasse ihn gehen, wenn du hier bleibst.« »Warum willst du, dass ich hier bleibe? Du hast doch meine Mutter gesehen. Ich kann nichts, ich bin nichts und ich werde nichts sein.« »Deine Mutter hat vergessen, was Geduld bedeutet. Auch aus dem kleinsten Pflänzchen wächst einmal ein starker Baum. Es braucht nur Zeit.« »Die Ungeduld meiner Mutter habe ich geerbt. Ich suche auch einen gewissen Elad. Hast du den auch sicher verwahrt?« Das Wesen auf dem Baum lächelte, als würde sie sich an eine wohlige Erinnerung zurückentsinnen. »Ich bin Elad begegnet, doch im Wald ist er nicht mehr. Vermisst du ihn auch?« »Was erzählst du? Ich kenne Elad nicht.« »Doch natürlich. Du warst mit ihm auf Burg Emhof. Einer der Männer des Ritters von Reinicke. Das war Elad, der stattlichere von beiden.« Philomela erinnerte sich zurück. Der eine Mann hatte unbedingt zum Turm gewollt. Damit dachte sie, es ginge ihn um das Vermögen der Imhoffer. Hatte er in Wahrheit zu Magdalena gewollt? Doch warum war er vor dem Geist geflohen? Wollte er seine Geliebte nicht retten? Magdalena von Imhoff, erinnerst du dich? Die Imhoffer sind alle tot. Und trotzdem findet ihr Geist keine Ruhe, dank deines Fluches. Mein Fluch verwelkte mit dem Augenblick ihres Todes. Ihr lächerlicher Glaube an Liebe hält sie in der Welt. So lächerlich es sein mochte, Liebe und Hass waren starke Emotionen. Stark genug, um einen Anker zu erzeugen, das wusste Philomela. Du hast mir ein Angebot gemacht. Ich mache dir ein Gegenangebot. Wenn ich es schaffe, Magdalenas Fluch mit der Hilfe von Elads Liebe zu brechen, dann lässt du mich und Kaspar gehen. Falls ich aber versage, dann geht nur Kaspar. Nein, wenn du versagst, bleibst du hier und Kaspar wird sterben. Von Zeit zu Zeit müssen die Menschen erinnert werden, dass der Wald für sie tabu ist. Auch die Hexenjäger müssen dies akzeptieren. Das änderte das Risiko erheblich. Noch konnte sie ihr Leben gegen das Kaspars eintauschen. Was würde dann passieren? Kaspar würde mit weiteren Hexenjägern zurückkommen. Er würde sie nicht im Stich lassen. Ein Versprechen ist ein Versprechen, Philomela. Sich von den Hexenjägern befreien zu lassen, zählt nicht. Und zu deiner Frage, ob ich deine Gedanken lesen kann, das ist wohl offensichtlich. Nun gut, dann zurück zu meinem Angebot. Ich bleibe hier, wenn es mir nicht gelingt, Magdalenas Geist zu befreien. Durch Elads Liebe zu befreien, fügte die Hexe von Urteil hinzu. Denke daran, ein Pakt ist ein Pakt. Die Hexe lachte und ließ sich von dem Baum, auf dem sie saß, auf den Boden absetzen. Der Ast knarzte mit jeder seiner Bewegung. Du kannst dir direkt ein schönes Plätzchen aussuchen. Elad liebte Magdalena nicht. Als er hier war, blieb er eine Weile und wir haben einige schöne Wochen zusammen verbracht.
Dann ließ ich ihn gehen. Er ist nicht einmal wegen Magdalena hier gewesen. Er kam im Auftrag seines Herrn, denn wir haben einen gemeinsamen Feind. Hilverstadt. Die Hexe wollte Philomela austricksen. Doch so leicht gab sie nicht auf. Gib mir eine Chance. Ich werde zu Elad gehen. Nur zu. Ich habe Geduld. Doch wag es nicht, mich hereinzulegen. Philomela kehrte zum Lager des Herrn von Reinicke zurück. Sehen, wer da ist. Die verlorene Hexenjägerin ist zurück. Spottete von Reinicke, als Philomela das Lager erreichte. Was ist mit dir geschehen? Du siehst ganz heruntergekommen aus. Möchtest du ein Bad? Einer meiner Männer wird sich sicherlich bereit erklären, dir behilflich zu sein. Ach, sei still! Unterbrach sie die Ausführung des Adligen. Wenn ihr den Geist der Emhofer loswerden wollt, dann bringt mir Elad. Der Herr von Reinicke war einen Augenblick lang erstaunt festgefroren. Doch dann rief er Elad herbei. Elad, den Mann, den Philomela bereits von ihrem Ausflug in die Ruine Emhof kannte, erschien und fragte, »Was ist los?« »Du musst die Leiche von Magdalena bestatten«, sagte Philomela. »Warum sollte ich das tun? Ich will mit dieser verfluchten Burg nichts mehr zu tun haben.« »Du hast ihn gehört, Elad will nicht.« »Wollt ihr nun an die Reichtümer der Emhofer oder nicht?« »Also gut, ich gehe mit.« »Und ich brauche Seile, eine Schaufel und mein Schwert.« »Seile und Schaufel kannst du haben, dein Schwert bleibt hier. Du hast noch nicht deinen Teil der Abmachung erfüllt, also erfülle ich meinen Teil auch nicht.« Philomela wandte sich an Elad. »Dann lass uns aufbrechen, wenn du stirbst, bedank dich bei deinem Herrn. Ich kann dich ohne mein Schwert nicht beschützen.« Elad blickte von Reinicke besorgt an. »Herr, bitte gebt ihr das Schwert.« »Ich habe eine bessere Idee. Du wirst das Schwert nehmen, wenn es ein Weib führen kann, dann kannst du es allemal.« Mitternacht. Im Turm vom Berg Emhof leuchtete ein Licht auf. Dreimal. Ein Wimmern ging durch die Ruinen. Philomela stand alleine am Fuß des Turms und wartete auf die geisterhafte Erscheinung des Zopfes. Von dem Wehrgang aus beobachtete sie das Feuer in der Ferne. Elad war erst auf sicheren Abstand geblieben, doch sie machte noch ein zweites Feuer in der Nähe der Burg aus. Sollte Hans Karlhaus hier schon wieder lauern? Der Zopf senkte sich vom Turm herab. Philomela prüfte, ob seine Stabilität gegeben war und machte sich mit Seilen über die Schulter geworfen, auf den Turm zu besteigen. Oben angekommen verlor sie keine Zeit. Sie machte ein Seil am Fuß des Bettes fest und kletterte wieder am Zopf herab. Unten angekommen zog sie am Seil und kletterte ein wenig daran hoch, um zu prüfen, ob der Knoten am Bett halten mochte. Nun konnte sie am morgigen Tag zurückkehren und Magdalenas Leiche bergen und ihrem Spuk ein Ende bereiten. Am nächsten Morgen betraten sie die Burg, gingen den bekannten Weg über die Kapelle in die große Halle. Da flüsterte plötzlich eine Stimme: Elad! Aus dem zerrissenen Bild am Boden der Halle entstieg plötzlich ein Geist. Elad ist hier, wir sind hier, um dir zu helfen, sagte Philomela. Das ist nicht Elad! Zischte der Geist und Magdalenas Form veränderte sich in jene clownbewehrte Gestalt, die Philomela bei ihrer ersten Bewegung auf der Treppe im Turm gesehen hatte. »Ich bin Elad«, rief dieser panisch, als der Geist auf ihn zustieß. Er zog Philomelas Schwert, doch es zeigte keine Wirkung gegen den Geist. Philomela sah mit an, wie der Geist Elad die Augen auskratzte. »Magdalena«, rief eine weitere Stimme. »Elad«, fragte Magdalena. »Hans«, dachte sich Philomela. »Hans Karlhaus war die Treppe von der Kapelle in die große Halle hochgekommen und blickte mit Tränen in den Augen auf den Geist.« Magdalena veränderte ihre Gestalt zurück zu dem toten Mädchen. »Ich habe so lange auf dich gewartet, Elad«, sagte der Geist und bewegte sich auf Hans zu. »Ich bin zurück.« Der echte Elad lag derweil zusammengekauert am Boden. Mit blutüberströmtem Gesicht hielt er sich die Hände. »Hans, sei vorsichtig«, rief Philomela dem Jüngling zu, als er die Hand nach dem Geist Magdalenas ausstreckte. Ihre Hände berührten einander, wie es schien. So standen sie einen Moment, doch dann wurde Hans bleich.
Philomela erkannte, was geschah, hechtete nach ihrem am Boden liegenden Schwert und schleuderte es auf den Geist, doch Hans' Körper erschlaffte und brach zusammen. Das Schwert flog durch Magdalenas Geist hindurch und landete mit einem klappernden Geräusch auf dem Boden. Der Geist löste sich auf. Philomela lief zu den am Boden liegenden Elad. Er rührte sich nicht mehr. Sie fühlte seinen Puls. Tot. Da stand sie nun mit den zwei toten Männern in der Halle und der Frage, warum hatte sich Hans als Elad ausgegeben? Weil sich Magdalena nicht als Bauer zeigen wollte? Mit Hans Tod würde dies unbeantwortet bleiben. Jetzt musste sie die Überreste Magdalenas aus dem Turm bergen und den Richtigen mit ihr bestatten. Dann sollte Magdalenas Geist endgültig Frieden finden. Im Leben getrennt, im Tode vereint, findet Frieden. Mögt ihr eingehen in das Sternreich des Unbesiegten. Philomela stand vor dem Grab, in dem sie Magdalena und Hans beerdigt hatte. Den echten Elad hatte sie zur Sicherheit weiter weg begraben. Es hatte sie einiges an Zeit und Kraft gefordert, die Gräber auszuheben, doch es war geschafft. Es hatte kein gutes Ende genommen, weder für Magdalena von Emhoff noch für Hans Karlhaus. Sie stand an der Grenze zum Wald der Hexe von Ultal. Diesmal widerstrebte etwas in ihr, den Wald zu betreten, nach dem, was sie bei ihrem letzten Mal im Wald erlebt hatte. Doch es galt nun, Kaspar zu befreien. »Du bist zurückgekehrt«, hörte sie die Stimme der Hexe von Ultal an ihrem Ohr. »Folge den Blumen und du wirst das Innere des Waldes finden.« Die Hexe von Ultal lebte in einer Höhle und empfing Philomela vor dieser. »Magdalenas Geist ist frei«, sagte Philomela triumphierend. »Ist er das? Doch nicht durch Elads Liebe ist sie gerettet worden.« »Sieh in meine Erinnerung. Es war nicht dein Elad, doch Magdalenas Elad. Hans Karlhaus, der sich als Elad ausgegeben hatte.« Der Blick der Hexe verdüsterte sich. »Er war ein Betrüger. Und du hast betrogen.« »Ein Pakt ist ein Pakt. Lass mich und Kaspar gehen.« Ein großer Baum in der Nähe von ihnen öffnete seinen Stamm und spuckte einen Mann aus. »Kaspar«, dachte Philomela. Er sah verwirrt aus, kroch über den Waldboden und tastete. Blickte hinauf in das Licht, kniff die Augen zusammen, als hätte er schon lange kein Licht mehr gesehen. »Nimm deinen Menschen und geh«, sagte die Hexe zornig. Sie wollte gerade zu Kaspar hingehen, da kam die Hexe noch einmal auf sie zu und hob ihren Finger. »Du glaubst, dass die Liebe triumphiert hat, doch du irrst dich. Weil du mich ausgetrickst hast, verfluche ich dich, Philomela. Du sollst keine wahre Liebe finden. Du sollst verzweifeln an falscher Hoffnung und Enttäuschung, bis du alt und verbittert bist.« Etwas flog durch die Luft. Die Hexe taumelte. Ein Schwert ragte aus ihrem Oberkörper. Doch hielt sie sich auf den Beinen. »Und einsam und alleine stirbst«, führte sie ihren Fluch zu Ende, bis ihre Kräfte schwanden und sie zusammenbrach. Kaspar hatte sein Schwert auf die Hexe geworfen. Philomela war erschrocken von dem Fluch. Doch hatte die Hexe den Tod verdient? Sie eilte zu der Sterbenden. Der Körper der Hexe begann zu verwelken. Die Blätter an den Bäumen um sie herum verloren ihre Farbe, wurden braun und fielen herab. »Wolfstochter, geht es dir gut?« Kaspar war zu ihr geeilt. »Sie wollte dich verfluchen, das konnte ich nicht zulassen. Fühlst du irgendwas?« »Alles wie normal«, antwortete Philomela. Kaspar half ihr auf und schloss in die Arme. »Ich bin froh, dich zu sehen. Hast du mich gefunden?« Sie antwortete nicht. Sie blickte über Kaspars Schulter in den Wald, sah, wie Baum um Baum die Blätter verloren, Pflanzen eingingen. »Kaspar, der Wald, er stirbt!« Philomela blickte zu der Toten. »Was für ein Wesen war das?« Kaspar zog sein Schwert aus der Leiche. »Ich weiß es nicht, doch wir sollten von ihr verschwinden.« »Ich glaube nicht, dass sie wirklich böse war.« »Sie wollte dich verfluchen, Philo. Das reicht aus. Lass uns diesen Wald endlich verlassen.« Einige Tage später. Philomela wollte ein letztes Mal in das Lager des Herrn von Reinicke zurückkehren, um ihr Pferd und die restlichen Sachen zurückzuverlangen. Sie wusste, sie brauchte eine Erklärung, wie der echte Elad gestorben war. Doch fand sie das Lager überrannt von Bauern vor. Sie machten sich über das Lager her. Philomela eilte zu ihnen, um ihr Hab und Gut zu beanspruchen. Da wurde sie aufgehalten.
Mehrere geladene Armbrüste richteten sich auf sie. Ein älterer Mann näherte sich ihr, der berüchtigte Anführer der Bauernarmee Harald Karlhaus. »Du musst diese Hexenjägerin sein. Nun sage mir, wie ist mein Sohn gestorben?«